Hallo und willkommen zurück zur nächsten Runde. Ja, wir werden jetzt Kane seine Truppen aufhalten und ich hoffe mal ihn daran hindern, hier noch mehr unschuldige Leute umzubringen und Mutanten. Ich denke, sie ist Have you tried applying lichen bandage? I've heard it works wonders. Only if you dip it into manta drool first. The lichen dresses the wounds, but if you don't put anything on it, it just acts as a dirt barrier. Ah, I see. Thanks for the advice. I'll gather up the ingredients and fix her up. She's my little baby. Okay. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, sowas zu wissen. Aua. Nur ausnehmen. Die haben nichts Wichtiges, nichts Interessantes dabei gehabt, aber was willst du den armen Leuten hier noch irgendwie großartig aus der Tasche ziehen, ey? Aus wie ein altes Kolosseum, wie ein altes Grab eigentlich eher. Krasse Sache. So, meine Dicken. Vorsicht, die haben vergiftete Messer. Oder Dolch. Sag ich doch. So, wir haben Kanes Truppen aufgehalten. So heißen eigentlich die meisten Bösewichte Kane. Eine Frechheit ist das. It would seem they have locked the doors to stop potential disruptions to the bloodbath they have prepared. I know of another way in, though. Follow me. Ja, ich wollte aber trotzdem da rein. Unfair. Ich fühle mich so ausgestoßen. Holy shit, it was a slaughterhouse. What made that psycho turn on his own people? Here I was thinking that every problem could be solved if you had big enough backup. That's how it should be. Unfortunately. People can't be stopped from stepping up and taking what they want. Okay. Ab und rein. Ich sag, das sieht eher wirklich aus wie so eine alte Opferstätte, wie ein Grab eigentlich an ihr. Look what we have here. The fool who believed he was a more worthy chief than me. It is now my way or no way. Follow me or follow death. But you'll never change, Kane. Is your only path the one stained with blood, paved with hate? The same hate destroying your own people. Look around. This valley was once filled with peace, but it's now filled with gravestones. You cannot continue to lead our people down this road. You have gone too far, Kane. Fight someone your own size. Haben wir nicht gleich mit Kane angelegt oder was?
Okay. Ich weiß nicht so richtig, ob wir den verbohren sollen oder nicht. Do not kill him. Even if his heart pumps with pure hatred, spilling it makes us no better than he. It ensures more blood will follow. Please, be better than he is. Scum, if I were as good as you, I would not be me. And that is all I can be. One cannot continue to trim a weed that will not stop growing and spreading its seeds. One must rip it out by the roots. He will start wars among us or between us. He cannot live another breath. Glad we taught that prick asshole Kane a little lesson. Scum's a good guy, though, even if his name sucks. Gonna be hard to become chief with a name like that, even though he'd make a good one. Why aren't you running, Phobos? I have no interest. Heavy is the head that wears the crown. Huh. Yeah, absolutely. Für was habe ich mich jetzt entschieden? Verdammt, ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Für was habe ich mich entschieden? Hello, Phobos. Hello, Zachariah. What can I do for you? Bist du mir böse, Phobos? Zachariah, you are living proof that our people can live in harmony. You have helped us enormously, but now I believe it is time to make a decision. We must present a chief to the assembly. The time for speaking, I am afraid, is dwindling. If our internal quarrels give rise to conflict within our own, we need someone to unite us. We must walk as one race, place differences aside. Then it should be you. There is no mutant who lacks respect for you. And unlike Kane, your leadership will not spill blood. As a strategist, though, you are greatly respected as well. Perhaps it is you who should run. Ich will nicht, dass Popos unsere Gruppe verlässt. Der ist doch... Ja, er gehört doch zu uns. Aber wahre Freunde unterstützen auch andere, wenn man die gehen lassen muss. Ich unterstütze Popos. Also es tut mir echt leid, wenn er nicht mehr bei uns ist. Das tut mir auch sehr an der Seele weh, dass wir den gehen lassen müssen. Aber ich unterstütze Popos. I'm not one of you, but I've traveled with you, Phobos. I've seen what you bring. You could be the chief they need. Now. At least think about it. And I believe you would fill such a role much better than I. I have wisdom, yes, but yours comes with the rigors of youth, which I lost some time ago. If both of you, in your hearts, truly believe it is best for us all, then, yes, I will run and see then what the people have to say. Zach, thank you for your support. I will always be here to lend you aid whenever you should need it. And I pray that you will find peace. Thank you, Phobos. I wish you the same. And a little luck for both of us. Friends,
Brothers! Most know me. I am Phobos. I was one of the first seeds of our nation. I lead the fight for the deliverance of our race. Together, we fled from the corporations. We built our homes in this valley and forged it into our promised land. But our fight is not over. Freedom must be spread across Mars. Come, fight with me. Let us end this oppression and free all of our brothers who remain in chains. Only then can they experience the same peace and happiness that we have made for ourselves. Zachariah, we must talk. About what? This is your safe house. The ASC could not reach you here, correct? That's the hope. But consider this. Even if Victor cannot reach you here, how many times has he tried to impede you, to track you? You've already had to escape from his grasp twice. Perhaps the time has come to be less passive, to gather your allies and take the offensive for once. Word of the power he accumulates in the People's Assembly of Abundance is terrifying. I speak not of violence, but perhaps of some other way to bring him down. With all that you have done for so many, I am certain many would be more than willing to come to your aid, and even more invigorated when that aid will bring such a tyrant to his knees. You have our support, the Techomancers, and any others you can gather. And from the great heights to which he has climbed, the fall will be tremendous. He will not recover. Maybe you're right. Maybe it is time to take the offensive. He's got a point, you know. Maybe you should talk to your captain. I mean, how long's the ASC been fucking over the army? They gotta be fed up with them by now, no? I mean, the fucking army'd be a great damn ally in Ophir. Not that there aren't others in Ophir who'd be happy to give us their support, but not really the kind of pricks I want to get in bed with. Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. What do you think of Phobos? I don't really know what to think of him. He must have had a horrible life. He's a mutant, and we all know how they are treated. And you know, that liberation story, that mutant nation thing and all? Freaks me out a little. He's very smart, however. I sometimes even have the feeling that he can guess what we're thinking. Ich finde es schade, dass Phobos uns verlassen hat. Greetings, Zachariah. It is good to see you again. How have you been getting on since I left? I've been doing pretty good. Is there something I can do for you? Komm mit mir, komm mit mir. Komm mit mir. When did you discover that you were a mutant? The first symptoms of mutation appeared when I was very young. I must say that I can't really remember very well. My mother noticed them, and she taught me how to hide the marks, even though I think that I didn't know what it meant. She was hoping to keep me close to her, but as soon as the first marks appeared on my face, they spotted me out right away. I will never forget my arrest, how violent they were toward my mother. I was just a kid. I was sent to one of the farms on the outskirts of town. That's where I learned what it meant to be a mutant. Komm mit mir, Junge, komm! Was ist das traurig? Ich fand dich. Hi! Zachariah, to what do I owe this privilege? I heard you escaped. How'd you do it? Through a very sad and beautiful story. Sad because of the lives such success cost. Beautiful for the outcome it created. Are you aware of the conditions of the prisoner camps?
Factories of pain and sadness. Mutants are harassed by fellow inmates and guards alike. Beaten, mistreated, forced to work. Many died from exhaustion or untreated wounds. One day, one of my people had fallen from exhaustion. I tried to stop a guard from hitting him. Understand, I am not violent, but their violence had to stop, so I struck the guard, and after that, events escalated. Rioting soon had become the only solution. We never had the thought of running away, only the need to show we would not live in those conditions anymore. A man, another prisoner, gave us aid. You remember his name? Yes, Roy Temperance. He had a boy. Innocence, I believe. They gave us tools to defend ourselves. But the key to our escape came with the death of the camp's administrator. A soldier? A technomancer. Placed there by his superiors for disobeying orders, from what I understood. No one dared look him in the eyes. His name was, if I recall correctly, Sean Mancer. Did you know him? Yeah, I knew Sean. He was my master. He was growing tired of the path Abundance was taking, and he probably said it one too many times to one too many people. I am sorry, Zachariah. Even if his death made way for our escape, I can feel your pain. I'm looking for work. You need help with anything? Our nation is just beginning. There is enough work for 1 billion men. For example, an old, worn-down pump at one of our artesian wells has stopped working. And where it is, a creature lurks, terrifying our workers, keeping them from the repairs. If you could, get rid of the creature and make the repairs. You may need a good mechanic, unless you're able to repair it on your own. Let me see what I can do. Okay. Und wir haben schon die erste Arbeit wieder gefunden. Mit Technomancer reden. Ach, da ist die Eier. Ah, okay. Hier ist auch wieder einer. Da nicht. Obergeschoss. Alles klar, ich muss nach oben. Ja, ich kann auch erstmal mit ihm reden. Mache ich jetzt. Aber ich habe ja auch was Schönes bekommen. War das nicht so? Ich habe doch was Schönes bekommen. Den könnte Popos tragen. Nein! Oh, das, der Verlust, das prägt mich sehr. Tut echt weh. So, eine Hose habe ich bekommen. Fremde Hosen tragen. Okay. Ach, die kann ich nicht mal erweitern. Verdammt. Und fremde Stiefel tragen. Die kann ich auch nie erweitern. Aber passt schon. Ich sag mal, es passt schon. Für meine Zwecke reicht das komplett aus. Wie komme ich jetzt hier raus? Achso, hier vorne. Ja, manchmal denke ich zu verkehrt. Die Tore sind offen. Wir müssen uns noch jemanden dann mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Andrew mitnehmen will. Guten Tag. Doors blocked on the other side. Gotta find another path. Doors blocked on the other side. Gotta find another path. Okay.
Echt, jetzt muss ich jetzt... Alter. Komplette große Runde außen drumherum. Okay. Gehen wir aber erstmal runter. Und holen uns noch einen zweiten Weggefährten. Baum sieht geil aus. Also es sieht aus wie ein Baum. Ob das jetzt wirklich einer ist oder eine Felsformation, das kann ich nicht sagen. So, meine. Doch, da hinten ist er. Nehme ich ihn mit? Oder sie? Ihn? Sie. Ihn? Sie. Ihn? Sie. Ach, ich nehme wieder Zach, I can't stop thinking about everything we heard from that dirtbag. Keep hoping it's all just a terrible lie, but. If you wanted. There's something that doesn't make sense in this story. I can't come to terms with the idea that he told us the truth, but I'm also struggling to understand why he would have deported our little clique to martyrdom. We were nothing to him. I was told Gloria came to Noctis not long ago. I need to see her again, to confront her about this story, hear what she has to tell me. I could go alone, but it'd mean a lot to me if you came along. We can't go there now, Nisha. Maybe later? Fine. As you wish. Ich möchte dich aber gerne in meiner Gruppe haben. So, kommst du jetzt mit? Ja, ich schaue mit dabei. Ey, mein Freund. Ah, wir müssen wirklich eine komplette oder kommen wir auch da oben durch? Gut. Hier kommen wir auch hier durch. Das heißt, wir müssen nach rechts weg. Aber erstmal gucken wir, was da hinten ist. Weil die gucken hier gerade so bestürzt rein. Oh. Gesagt, das sieht nicht so aus wie Behausung, das sieht aus wie alte Grabkammern. Also muss es ja hier schon eine andere Zivilisation mal gegeben haben auf dem Mars. Gute Einwände, ne? Sieht nämlich verdammt danach aus. Halt bei deiner. Eigentlich müsste ich jetzt sowas von weggebrutzelt werden, weil ich in der Sonne stehe oder etwa, ne? Also kämpferisch ist es nicht null. Ja, ich weiß, die ist auch Berufskraftfahrerin. Bei uns im Auto. Sturmhelm? Das ist mal was Geiles. Den will ich mal gleich mal angucken. Ein Sturmhelm. Sieht auch besser aus als unserer. Ach,
könnte auch unseren weiterhin behalten und den Sturmhelm jemand. Okay, ich weiß, wenn ich ihr den gebe. So. Ach so. Oh. Sie könnte ihn tragen. Braucht aber Stärke 5. Oh wei. Und da bis dahin ist ein ganz schönes Stückchen offen. Na, ich bin ja eigentlich mit unserer lilanen Ausrüstung soweit ganz zufrieden. Ist zwar optisch nicht die schönste und auch nicht die brachialste, aber so an sich ist die Ausrüstung nicht so verkehrt. Das Einzige, was ich jetzt glaube nur noch in Lila brauche, ist noch hier Brustplatte. Guten Tag. Ich bin Inspektor. Ich kontrolliere nur die Fliesen an der Wand. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich bin schon wieder weg. Tschüss. Aber ich vermute mal, es wird nicht nur eine Kröte sein auf dem Weg bis zum Pumpenhaus. Es wird noch mindestens 1-2 weitere kommen. Okay, ach, hier haben die. Hier haben die Setzlinge gepflanzt und sowas. Das ist ja Wahnsinn. Die bauen hier an. Von irgendwas muss man ja leben, ne? Und ich will nichts Verkehrtes über Mutanten hören. Das sind Menschen mit Mutation einfach nur. Ganz einfach. Guten Tag. Oh wei. Ich habe irgendwie ein ganz böses Gefühl. Jetzt machen wir das mal noch hier auf. So, damit haben wir das auch schon mal geöffnet. Oder meinten die wirklich nur die Kröte? Dass die sich deswegen nicht getraut haben, hierher zu kommen. Kann aber auch sein, dass irgendwas im Brunnen lauert. There it is. There's the well we talked about. And here's the pump. It's a total wreck. I could fix it up, but I'd need the materials. Got another solution? I do know where we can grab the spares. City generators in Ophir and Noctis. It'll piss a lot of people off, but only thing I can think of. Up to you. Ich möchte gerne die Leiter runtertreten. Ich möchte gerne runterklettern. Weil da unten scheint noch irgendwas zu sein. Tja, aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Das ist so eine Leiter. Weil er so gerne mit Bonnie dagegen tritt. Aber ich denke mal trotzdem, wir reden zuerst noch mit ihm hier unten. Mit Melvin Manser. Oder über Melvin Manser. Guten Tag. Erschrecken. So. So, guten Tag. Ich habe mal da eine ganz bedächtige Frage. Greetings, Zachariah. I think it's time I answered Victor's constant attacks. I'm gonna need help, though. That's what family is for, Zachariah. We are family. United by the mutual suffering inflicted by Victor. His time to pay for all he's done has come. We are united in that.
Ja, das Überzeugen ging ja relativ zügig. Aber mal sehen, wie es mit den anderen ist. Mit diesem... Wie hieß er? Rouge? Möchte ich eigentlich überhaupt nicht drüber sprechen. We're lucky that scum and Phobos managed to stop Kane. Da bleibt mir nichts anderes übrig, aber ich denke mal, er wird mir nicht die Freundschaft da anbieten, beziehungsweise da die Hilfe anbieten. Weil wir ihm sehr, sehr häufig mit Vollwucht gegen die Koche getreten haben. Ah, now you look like a promising client. If you have serum, you have promise, and I have all sorts of artifacts and merchandise from all sorts of corporations. I'm looking for information. A shame. The only thing I don't offer in my stall. Oh, schade. Uiuiui. Der hat wirklich verdammt viel. Das ist ein bisschen seltsam. Schwere Soldatenbrustplatte. Die Milizsoldatenbrustplatte ist besser. Eieiei, der hat wirklich. So, was habe ich denn eigentlich? Okay, ich kaufe mir jetzt definitiv mal so eine Milizsoldatenbrustplatte. Die letzte, die ich ja jemandem gegeben habe, der ist jetzt leider nicht mehr bei uns. Aber naja. Ja, ich habe eine gekauft. Okay, Waffen hat er nicht, er hat nur Ausrüstung. Ist aber trotzdem gut. Oh! Das habe ich mal auch noch nie gekauft. Ei, das habe ich ja komplett außer Acht gelassen. Einfach mal ein bisschen Geld ausgegeben. Mal sehen, ob das was gebracht hat. Unterbrechungspistole wäre rein theoretisch besser als meine, aber meine finde ich trotzdem noch von den Werten her besser. Vor allem die Abkühlungsgeschwindigkeit, die ist enorm wichtig. So, was hatte ich mir gekauft? Eine Brustplatte. Ich habe jetzt gerade gedacht, der hat irgendeine Psst gemacht. So. Fünf Stärke brauche ich für den. Okay. Der Eisenhammer wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber. Mm-mm.
Jetzt habe ich auch so eine überdimensionale Brustplatte. Entschuldigung, ich muss mal kurz hier reinlinsen. So, danke für das Geschäft. Achso, das ist die Händlerin. Und vor allem so eine Fertigung. Scott, what happened to you? Where were you? I had a few problems. I got lost. Yeah, that's it. I got lost. These nice people brought me back, and here I am. I am a little tired now. Thank you for bringing him back here. Okay, ich habe irgendeine Quest leider nicht gemacht. Ich habe die komplett vergessen. Und die wurde mir auch nicht mehr angezeigt. Das ist so gemein von dem Spiel. Das sah ja richtig fertig aus. Habe ich die Quest von Scott irgendwie verhauen. Mit seinem Sohn und so. Och Mann. Da ist mir gerade eben wirklich was mörderisch. Mit dem Auto werden es immer weniger Leute. Ich denke mal, die Zeit ist schon wieder, dicke vorbei. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.